Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Ja, was machen wir heute? Es ist eine neue Aufnahmesession. Ich bin wieder ein bisschen raus, muss mich jetzt natürlich erstmal wieder hineinfummeln. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich habe die letzte Session sehr gut beendet für uns. Dann würde ich doch sagen, warte mal, was sagt denn unser Rucksack? Der war. Oh, jetzt habe ich einen Stein geworfen. Bin ihn wieder. Wo war es denn? Rucksack, genau. Oha. Okay, wir sind ziemlich überladen. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier erstmal ein bisschen was weg. Rucksack. Kohle lassen wir auch hier. Obsidian lassen wir hier. 10 Steine, so viel brauchen wir auch nicht. Ist nochmal ein Obsidian. Das behalten wir, 12 Federn. Wir müssen halt stapeln. Ist das total... Wie schön, dass da unten rumwabbelt. Okay, wir haben ein wenig Platz. Gut, wir haben noch ein rohes Mausfleisch. Ist zwar ziemlich schade, aber das wird vergammeln. Kokosnüsse leer. Die können wir nochmal aufmachen zum Essen. Das haben wir auch noch. Ich würde einfach mal sagen, da wir in dem Bambusdorf da so gute neue Sachen gelernt oder gefunden haben zum Lernen, gehen wir einfach mal eine Runde wandern. Jetzt weiß ich nicht, ob es gut ist, gerade jetzt loszuwandern, wo es Nacht wird. Ah, nee. Oder? Ich weiß, ich habe eine Idee. So, wir machen das so. Wir legen jetzt das Fleisch da noch drauf. Gehen nochmal kurz schlafen, damit wir auch möglichst ausgeruht sind. Gut, voll ausgeruht. Verbrannt. Ärgerlich, okay. Soweit geht es uns aber ganz gut. Es ist mitten in der Nacht. Steht auch eine Uhrzeit? Ich habe eine Uhr, wo keine Uhrzeit draufsteht. Okay. Ich kann sagen, der Stein sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Wir warten jetzt mal hier so ein bisschen am Wasser lang. Gucken einfach mal, ob wir noch irgendwas Schönes, Gutes entdecken können. Ich wollte ja eh mal gucken, warum da vorne... Oh, ich würde die so gerne mitnehmen, aber es vergammelt mir doch unterwegs wieder. Das wäre eigentlich schade drum. Weil das Schildkrötenfleisch bringt ja extremst viel. Weißt du nicht, ob man sich irgendwie das Bein brechen kann, gerade bei solchen Kletteraktionen hier? Blatt, was ich da sehe, Gott. Ich habe leichte Paranoia, jetzt schon wieder. Ich bin gerade, habe gerade erst angefangen. Und schon... Nee, das ist nicht der... War das hier vorne, wo wir angegriffen wurden? Da drüben ist auch nochmal ein Bambuswald. Ich würde da vorne rüber gehen. Dass wir nicht zu viel durchs Wasser müssen. Ich werde jetzt auch mal versuchen, nicht zu viel zu sprinten. Dass wir nicht zu viel Ausdauer verlieren. Vielleicht sollten wir uns echt mehrere Camps aufbauen. Nee, komm.
Hier auf dem Baumstumpf, bitte. Ach, wow, das hat super geklappt, das Rübergespringe. Okay, hier ist auch ein Bambuswald. Was war das gerade? So in der Nacht durch den Urwald. Ist doch immer eine schön blöde Idee. Vielleicht hätte ich schlafen sollen, bis Tag ist. Ja, gut. Das jetzt auch noch. Das ist natürlich ganz wichtig. So, ich darf bloß die Orientierung nicht zu sehr verlieren. Jetzt finden wir nachher nicht mehr nach Hause. Hör ich hier irgendwas? Ich höre doch hier irgendwas. Sieht genauso aus wie das andere Lager, ne? Eine Stockklinge. Austauschen. Es hört sich an, als ob hier irgendwer läuft. Ich will hier weg. Hier wollte ich... Das habe ich nicht erwartet. Das ist doch jetzt aber nicht der gleiche Wald, in dem wir... Doch, ne? Natürlich, wow, wir sind... Ob die lieb sind? Wahrscheinlich nicht. Unge, Unge. Vielleicht werden wir mitsingen. Vielleicht können wir uns dann leiden. Nee, nee, lieber woanders hin. So. Ich wollte eigentlich nicht wieder hierher, wo wir schon waren. Ich nehme mal den Speer. Irgendwie fühle ich mich mit dem sicherer. Oh, Ameisenhaufen. Habe ich auch schon mal reingerannt. Das ist nicht sehr angenehm. So, bitte sei hier unten jetzt nicht noch irgend so ein Sänger. Ach wow, jetzt sind wir wieder genau gegenüber unserer Basis. Oh, hallo Schildkröte. Das war natürlich irgendwie ich hab Angst, irgendwas summt hier ganz laut. Ah, da! Oh. Los dran vorbei. Nicht, dass jetzt irgendwelche Bienen oder sowas stechen. Kann ich da so einfach rüberschwimmen? Oh Gott, Leute, wünscht mir Glück. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwas kommt und mich beißt oder sowas. Wir haben schon Piranhas gesehen, wir haben schon Krokodile gesehen. Oh Gott. Oh Gott, es ging auf einmal so schnell. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt irgendwas. Eine Kröte. Aber wir müssen uns ja hier auch mal vortasten. Wo? Wo? Ich sehe sie nicht. Da ist ein Skorpion. Gott, Gott, es ist zu laut.
Ich will hier erst weg. Ein Stück weg. Da sitzt noch einer. Gut, die bleiben ja still sitzen. Erstmal wieder die Blutecke abmachen. Wenn ihr euch fragt, wie ich das immer sehe, da steht immer unten so geistige Gesundheit minus 3, weil Egel oder irgendwie sowas. Die lebt immer noch. Gut. Steine wieder mitnehmen. Na? Hallo? Meine Güte. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir essen, das wissen wir. Kohlenhydrate und Wasser. Ja, super, jetzt auch noch ein Gewitter. Das können wir so gar nicht gebrauchen. Reicht semi-optimal. Okay, wir gehen mal an dem Flussufer weiter. Och, Mann. Jedes Geräusch hier ist einfach nur pure Angst. So. Hier mal so in die Richtung gehen. Den Fluss immer weiter zu folgen bringt uns wahrscheinlich auch nicht zu irgendwas hin. So, wie gesagt, durch den Dschungel rennen ist nicht gut. Da rennt man in all möglichen Mist rein. Ganz langsam und schön gucken. Ah, warum leckt das hier so? Hier ist ein großer Felsen. Toll. Wir müssen irgendwie mal rauskriegen, wie man eine Spitzhacke macht. Was ist das da? Ist das irgendwas oder sind das bloß... Das ist ein Haus, ne? Okay. Hier ziehen wir mal schnell wieder Leine. Noch gleich 3 Stück. Die machen aus uns Kleinholz. Oh. Essen. Sammeln. Wieder die ganzen Federn. Von der Sache sind die ja gut, um Pfeile zu machen, aber dieses Crafting dafür ist einfach so nervtötend. Das muss ich dann mal irgendwann zwischen den Folgen machen. Vor allen Dingen nehmen die auch im Rucksack so viel Platz weg. Hört ihr das? So ganz leise irgendwie so ein... Hört sich an wie Affen. Oh, hier ist die Straße. Das ist der Fluss, von dem wir abgebogen sind, ne? Hier lang geht's dann wieder nach Hause. Denke ich, hoffe ich. Wissen tue ich's nicht. Ich glaube, den sind wir schon mal hinterhergelaufen, diesen... Ich meine, wir haben ja auch in der ersten richtigen Survival-Folge, glaube ich. Oh, 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 Essen. Nur eine? Nee, da ist noch. Hatten wir auch irgendwo so einen umgekippten Jeep gefunden?
War das hier? Ja, ne, das war doch hier am Wasser. Gott, verdammt, das ist einfach zu ruhig. Aber diese Dorfbewohner sind ja auch nicht lieb und freundlich. Das ist so ein bisschen das Problem. Wo, wo, wo? Ich sehe sie nicht. Es ist einfach zu dunkel. Ich gehe immer sofort so ein bisschen rückwärts und könnte eigentlich dann auch genau in sie reinlaufen. Ich sehe halt gerade echt kaum was, ne? Muss für euch noch dunkler sein. Sehe bloß, dass was ist zum Essen. Oh Gott. Es wird wieder heller. So, hier ist es wieder diese... Der Weg. Wir haben den Weg wieder. Wenn wir so einigermaßen auf dem Weg bleiben, kann uns doch eigentlich nicht so viel passieren. Ich will dieses Auto wiederfinden. Ja, so viel dazu mit auf dem Weg bleiben. Ist sie tot? Nein, ist sie nicht. Jetzt aber. So, meine Steine nehme ich wieder mit. Boah. Diese Schlangen immer überall. Habe ich jetzt umgedreht? Ja. Nee, habe ich jetzt umgedreht? Nein. Ah, Hilfe, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Toll, einmal eine Schlange gehäutet, verlaufen. Da ist auch noch was zu essen. Also wir können uns auf jeden Fall ein Feuerchen machen. Oh, guck mal, wie toll das aussieht. Was ist das hier? Ich nehme die mal mit, aber ich weiß nicht, ob man die essen kann. Das hört sich an wie Wildschweine. Oh, guck mal, eine schöne Oase. Ach da, ist wirklich ein Wildschwein. Okay, ich glaube, Richtung nach Hause müsste irgendwo da sein. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier, weiß ich, wie lange rumirren. Schade, dass wir das eine Lager nicht erkunden konnten. Das hätte ich echt gerne gemacht, aber wenn da irgendwie drei Leute drin stehen, ich weiß nicht, wie sehr ich da überlebensfähig bin, wenn ich die angreifen würde. Beziehungsweise, ob sie mir überhaupt gut gesinnt wären, vielleicht auch. Aber da das ein Survival-Spiel ist, denke ich nicht, dass die lieb sind zu uns. Oh, was ist? Wir gucken mal kurz auf die Uhr. Sieht alles noch ganz gut aus. Hier ist nochmal so ein kleiner Bambuswald. Boah, hier sieht das echt schick aus. Oh nein! Goddammit! Ausschlag, na super. Igel auch noch. Die habe ich nicht mitgekriegt diesmal. Kann man da was machen? Einmal kurz untersuchen, dass unsere geistige Gesundheit Molinera-Blatt kann ich da leider nichts mitmachen. Ne. Aber wo geht's denn jetzt wieder nach Hause? So, wir folgen mal einfach weiter der Richtung in der Hoffnung,
Oi. Ei, was haben wir denn da Schönes? Oder auch nicht so Schönes. Die haben hier den ganzen Mist hingeschmissen. Stellt sich hier einen Stuhl hin zum Gucken, da wo man den ganzen Mist hingeschmissen hat? Na gut, da hinten liegt auch noch mehr Mist davon. Oh. Was haben die hier alles? Gaffer, nimm Gaffer mit. Gaffer braucht man immer. Okay. Hört sich immer so an, als ob hier irgendwer einen Snack. Den essen wir gleich. Was ist hier? Ein Knochenmesser. Würde ich sagen, ist bestimmt besser als das Steinmesser. Knochen habe ich einige. Wäre schön, wenn man wüsste, wie man das macht. Eine Dose, eine leere. Oh ne. Ich nehme schon wieder leere Dosen mit. Ich weiß nicht, was man damit macht. Die Reifenspuren hier sehen ziemlich breit aus, als ob hier ein Panzer gefahren ist. Krass. Haben die hier irgendein Gras angebaut oder? Hä? Was haben die damit gemacht? Da waren wir schon. Chips. Oh, Chips sind immer gut. Kohle. Ein Holzlöffel? Ein Topf. Verdorbenes Piranha-Fleisch. Ja, das lassen wir mal liegen. Da könnten wir jetzt bestimmt noch Maden draus gewinnen, aber da haben wir ja momentan ganz gut. Eine rostige Machete. Austauschen mit der Axt. Okay. Hoffentlich lernen wir dann jetzt auch irgendwie Rezepte dafür. Ein Stein. Das hört sich hier so komisch an. Der Ausschlag macht mir zu schaffen, ey. Und welche Chemikalien? Ist das ein Drogenlabor oder was ist das hier? Das war's aber auch schon, ne? Das sieht halt echt aus wie so ein bisschen so ein Drogenlabor. Hier geht noch ein Weg lang. Ja, hier. Die haben hier irgendwas. Sieht ja aus wie Felder, was die hier angebaut haben. Aber was sind das für Felder? Oh Gott. Sagt die Uhr. Okay, hier ist noch mal. Wir essen das, was wir wissen, was wir essen können. Das machen wir natürlich auch gleich. Nee, da wollte ich nicht. F wollte ich gucken. Ja, ein bisschen Fleisch könnten wir wieder gebrauchen, aber okay. Ich weiß nicht, wollen wir uns hier nochmal in der Nähe umgucken? Ich meine, da vorne sind die Klippen, da kann man ja auch nochmal am Rand langlaufen. Vielleicht findet man da noch irgendwie was. Ansonsten würde ich sagen, Freunde. War es das in der Folge? Wir haben hier ein Drogenlabor gefunden. Wir können hier auf jeden Fall unsere Ausdauer nochmal, weil wir hier ordentlich schlafen können, machen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch ein Feuerchen bauen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Damit wir vielleicht nochmal was essen. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Einschalten.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wollte jetzt eigentlich zu einem Bett gehen, aber glaubt ihr, ich finde jetzt gerade noch eins. Wo war das denn? Hier hinten, da. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und gucken mal, ob wir hier noch in der Nähe des Drogenlabors mehr solcher oder schöne Sachen finden. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.